Wo ist da bloß der rote Faden? Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Vielleicht schreibst du gerne und kommst auch gut in den Schreibflow, hast auch eine Idee und trotzdem verzettelst du dich und weißt ab und zu nicht mehr, wo der rote Faden beim Buchschreiben eigentlich hingelangt ist. Ja, also wo deine Struktur ist, wo dein Plan ist und wie es weitergeht. Und das kann total deprimierend sein. Denn es macht dir Freude zu schreiben, aber es macht dir weniger Freude, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Beziehungsweise fühlt sich das zumindest so an, wenn du dem leeren Blatt gegenüber sitzt und nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Oder tippst und schreibst und alles wird wirr und du verzettelst dich und weißt nicht mehr genau, welche Struktur, welcher Plan eigentlich bei deinem Buchprojekt vorliegen soll. Und deswegen gibt es dieses Video. Einen Plan beim Bücherschreiben, und zwar einen guten Plan, der dich voranbringt und der dir hilft, den Überblick zu erlangen und den Überblick zu behalten, sprich den roten Faden beim Bücherschreiben zu haben. Ich habe dir drei Anregungen mitgebracht, und zwar eine zum Thema Romane schreiben, eine zum Thema Sachbücher schreiben und eine zum Thema Autobiografie schreiben. Bist du bereit? Dann legen wir los. Romane schreiben. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten beim Romanschreiben vorzugehen. Zwar gibt es die berühmte Unterscheidung zwischen dem entdeckenden Autor, der einfach drauf losschreibt und die Geschichte entwickelt sich während des Schreibens. Das ist eine super schöne Vorstellung. Und jeder, der schon mal eine kreative Geschichte geschrieben hat und diese Momente kennt, der weiß, wie schön das ist. Und dann gibt es die Vorstellung des planenden Autors, der alles, jedes Detail der Handlung davor austüftelt am Reißbrett und damit eine komplexe Struktur hinbekommt. Und auch da kann sich jeder vorstellen, welche krass guten Vorteile damit einhergehen, weil man wirklich raffinierte Wendungen einbauen kann, weil man das Ganze von der Spannungskurve her, vom Spannungsaufbau detailliert und ausgefuchst planen kann. Und doch, oder gerade weil diese beiden Fälle so extrem sind, würde ich sagen, es gibt nie einen Fall, der nur entdeckend vorgeht und nur einen, der nur planend vorgeht, sondern es ist immer irgendwie eine Mischung von beiden. Das heißt, die Planungsebene, eine gewisse Struktur deines Romans brauchst du immer. Ganz egal, auf welche Weise diese einfließt. Also egal, ob du ganz am Anfang am Reißbrett alles detailliert planst oder ob du während des Schreibens immer mal wieder auf die Planungsebene guckst und schaust, wie sieht denn mein roter Faden aus? Vielleicht hat sich der ja auch ein bisschen verändert. Es ist jedenfalls immer hilfreich, diesen Plan, diese Masteransicht wieder zu erlangen. Und wie gehst du jetzt dabei vor? Also was ist jetzt meine Anregung für dein Planen? Und da möchte ich auf die berühmte Dreiaktstruktur verweisen, denn das ist ein Prinzip, eine Grundstruktur von Geschichten, von Romanen, aber natürlich auch von Theaterstücken oder Filmen, die dir wahnsinnig helfen kann, diesen roten Faden zu entwickeln, diesen Überblick. Was sind die wichtigsten Punkte bei der Dreiaktstruktur? Du hast einen Helden, eine Heldin und einen Hintergrund, das heißt die gewohnte Welt, die Ausgangssituation. Und dann gibt es ein Ereignis, das von außen einbricht, also ein auslösendes Ereignis, und plötzlich gerät etwas ins Ungleichgewicht. Irgendwas ist nicht mehr so, wie es bis dahin war. Üblicherweise legt die Heldin, der Held dann nicht gleich los und rennt auf das Ziel los, sondern muss sich erst einmal ein bisschen schütteln, ein bisschen klarkommen, was ist denn da eigentlich los? Die Welt gerät ins Wanken, ist vielleicht auch eher ein Spielball dieser Kräfte, bis sie dann in ihre Kraft kommt, in ihre Stärke kommt, bis der Held dann diesen entscheidenden Schritt macht, auf das Ziel zu, sich aus der Komfortzone herausbegibt und tatsächlich die Herausforderung annimmt, das ist dann der Wendepunkt 1. Ja? Und der Übergang, Dreiaktstruktur haben wir gesagt, vom ersten Akt in den zweiten Akt. In diesem zweiten Akt, nach dem Wendepunkt, strebt der Held sein Ziel an und kämpft gegen Hindernisse, er sucht sich Verbündete, hat Herausforderungen zu bestehen und muss sich mit Feinden auseinandersetzen. Dann sind wir irgendwann in der Mitte der Geschichte angelangt, das heißt auch im zweiten Akt, und
also zugleich auch in der Mitte des zweiten Aktes und sind deswegen beim Mittelpunkt der Geschichte. Was hat es mit diesem Mittelpunkt auf sich? Hier haben wir häufig einen scheinbaren Sieg, das heißt, alles scheint gelungen und der Held hat sein Ziel erreicht, oder eine scheinbare Niederlage, das heißt, alles scheint verloren. Ja, scheinbar, weil sich das Ganze dann wieder umdreht, das heißt, wenn wir gesehen haben, scheinbarer Sieg, wird kurz danach klar, nee, dies ist kein Sieg, vielmehr ist jetzt alles nur noch schlimmer. Das heißt, die Fallhöhe, die wir zu Beginn haben, wird erhöht. Plötzlich geht es ums Ganze. Ja, das Ganze hat nochmal eine ganz andere Dimension. Und am Ende des zweiten Aktes finden wir dann den Wendepunkt 2, bei dem häufig eine Spiegelung vorliegt zum Mittelpunkt. Das heißt, wenn wir hier eine Niederlage hatten, haben wir hier einen scheinbaren Sieg. Oder wenn wir beim Mittelpunkt einen scheinbaren Sieg hatten, hatten wir hier eine Niederlage. Das heißt, hier würde beim Wendepunkt 2 der Held vollkommen am Boden liegen. Ja, und scheinbar ist alles verloren. Woraus dann die wichtigste Erkenntnis, die wichtigste Möglichkeit, das wichtigste Mittel, das wichtigste Werkzeug resultiert, das kann eine innere Erfahrung sein, das muss nichts Äußeres sein, um im dritten Akt auf den Höhepunkt zuzusteuern. Der Höhepunkt ist dann die Konfrontation mit der antagonistischen Kraft, das heißt mit dem Gegner, und hier entscheidet sich am Ende, wird das Ganze ein Happy End haben oder wird das Ganze ins Desaster führen. Diese Dreiaktstruktur, jetzt wirklich kurz und knapp geschildert. Ich verlinke dir einen Link zum Thema Plotstrukturen, damit du da genauer danach schauen kannst, dich damit beschäftigen kannst. Diese Dreiaktstruktur kann dir beim Planen deines Romans ungemein helfen, egal ob du das zu Beginn machst, also das heißt vor dem eigentlichen Schreiben, oder ob du während des Schreibens immer wieder auf die Planungsebene gehst, um dir den roten Faden anzuschauen. Zweite Anregung, Sachbuch schreiben. Wenn du gar nicht weißt, wie sollst du denn dein Sachbuch eigentlich planen, dann gibt es eine ganz einfache, simple Herangehensweise, die aber in ihrer Einfachheit unglaublich mächtig ist. Und gerade weil sie so einfach ist, solltest du sie immer im Hinterkopf haben. Und zwar die Frage, wo steht dein Leser zu Beginn und wo steht dein Leser am Ende? Das heißt, auf welche Reise möchtest du deinen Leser durch dein Sachbuch mitnehmen? Welcher Prozess soll davon statten gehen? Das heißt, wenn dein Leser Person A ist, ja, was ist dann Person B, die aus dieser Person A geworden ist nach der Lektüre? Oder wenn wir es nicht wirklich so als Transformation der Person denken, dann einfach, wo steht dein Leser an welchem Ort A und zu welchem Ort B möchtest du ihn führen? Und aus dieser Frage, aus dieser wirklich einfachen Frage, resultieren die einzelnen Stationen, sprich einzelnen Kapitel deines Sachbuchs. Das heißt, was ist alles notwendig, um diese Reise Schritt für Schritt durchzugehen? Stell dir diese Frage immer wieder während des Schreibens und vor allem zu Beginn, und so erlangst du eine ganz klare Struktur. Dritte Anregung, vielleicht schreibst du keinen Roman, kein Sachbuch, sondern möchtest deine Autobiografie schreiben. Das autobiografische Schreiben hat besonders viel mit unserer Persönlichkeit und mit unserem Innersten zu tun. Deswegen ist es hier besonders wichtig, uns mit unseren geheimsten Gefühlen und Wünschen und auch mit unbewussten Anteilen unserer Persönlichkeit zu verknüpfen und zu verbinden. Das heißt, das freie Schreiben, das Drauflos-Schreiben, das verknüpft mit unseren assoziativen Kräften, bei denen wir auf Ideen kommen und Dinge miteinander in Verbindung bringen, die vielleicht rationalerweise gar nicht auf den ersten Blick miteinander in Verbindung stehen, sollte immer einen ganz großen Stellenwert beim Schreiben spielen. Deswegen mein Tipp für das Schreiben deiner Autobiografie: Komm immer wieder ins freie Schreiben und geh dann wieder auf die Planungsebene. Bei der Planungsebene meine Empfehlung, arbeite mit Clustern. Das heißt, notiere einfach auf einem großen Blatt Papier, was könnten alles so für Möglichkeiten, für Themen sein. Greif dir dann eins raus und geh ins Schreiben. Und komm dann vom Schreiben wieder zurück aufs Cluster und überleg dir, was hat sich verändert? Kommt ein neues Thema hinzu? Muss ich diesem Thema noch eins zur Seite stellen? Gibt es ein Oberthema, gibt es ein Unterthema und ähnliches? Und wenn du merkst, ah, hier juckt es dich wieder in den Fingern, geh wieder ins eigentliche freie Schreiben. Das heißt, du hast hier keine ganz strenge Planung,
ja, wo von vornherein alles klar sein muss und ein festes Korsett, sondern hast einen kreativen Prozess, bei dem du das freie Schreiben mit dem Planen verknüpfst. Und beim autobiografischen Schreiben ist das besonders wichtig. Probier diese Methoden gerne aus, je nachdem, was für ein Buch du schreibst. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, wie es dir damit ergeht. Würde mir eine große Freude sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat und die ein oder andere Anregung dabei war, geh gerne auf schreibenundleben.de. Dort findest du viele weitere kraftvolle Schreibtipps für dich und dein Schreiben und deine Entwicklung als Autorin oder als Autor. Schreibenundleben.de. Wir sehen uns dort. Bis dahin, herzlichen Dank fürs Zuschauen.